Junge Menschen und Bücher, das ist in Zeiten von Handy und Internet oft keine brennende Liebe mehr. Doch man kann Leseleidenschaft durchaus entfachen. Das beweist die Initiative Deutschlands Kinder lesen ein Buch. Der Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel hatte im vergangenen Jahr junge Leser mit seiner Geschichte überzeugt. Tief im Wald von Tohuwabohu, dort wo noch nie ein Mensch seinen Fuß hingesetzt hat, dort lebte Bodo. Er war ungeheuer groß und ungeheuer schwer. Genau genommen war Bodo ein Ungeheuer. Aber Bodo war kein gewöhnlicher Drache. Er hatte noch nie in seinem Leben gebrüllt oder gefaucht. Bodo pflückte Blumen und sah den Schmetterlingen beim Fliegen zu. Am Morgen sang er der Sonne ein Begrüßungslied und am Abend tanzte er für den Mond einen Nachttanz. Einmal begegnet der ungewöhnliche Drache einem kleinen Hasen. Der kleine Hase versucht Bodo zu zeigen, wie man den anderen Tieren Angst einjagen kann.